einzelnen kleinen Teilen das gesamte Bild zusammenzusetzen. Mit solchen schwingenden Leuchtdioden kann man auch noch ganz andere Anwendungen finden, zum Beispiel eine Uhr konstruieren. Hier sehen Sie auf dieser Uhr die Uhrzeit, 19.46 Uhr. Das stimmt nicht ganz, man muss sie also richtig einstellen. Außerdem kann man auch noch Reklame unterbringen für unsere Show, zum Beispiel die Knopf-Hoff-Show. Und woran das Ganze liegt, das kann man auch sehen. Wenn ich den Stab mal hier anhalte, dann sehen Sie nur einzelne Leuchtdioden, vertikal angeordnet, und je nach der Position des Stabes werden diese Leuchtdioden angesteuert. Und wenn ich das Ganze jetzt schwingen lasse, das wird auch elektromagnetisch angeregt und kontrolliert, dann sieht man durch die Trägheit unseres Auges so eine Schrift oder auch die Uhrzeit. Das ist eine Uhr mit Knopf-Hoff. Im Fernsehen ist es auch beliebt, Tiere vorzuführen, aber das geht nicht immer glatt. Diese Kollegin hier wollte eigentlich das Futter nach der Aufzeichnung geben. Und dieser Hund hier ärgert sich sichtlich über das große Mikrofon. Und wenn diese Löwin hier zur Tat schreitet, dann tritt sie wirklich in Aktion und es trifft leider unseren Toningenieur. Die Zeiten haben sich ja geändert. Wenn man heute so etwas Brettartiges vor dem Kopf hat, dann ist das nicht ein Symbol für beschränkte Einsichten, sondern eher das Gegenteil. Cyberspace, virtuelle Welten werden über Monitore, die sich in solch einer Brille befinden, vermittelt. Die Bilder dazu liefert ein Computer. Der Herr Hermle von der TU München, der hat auch so zwei Monitore vor den Augen. Er sitzt in einem Cockpit und jetzt wollen wir ihm mal ein paar Bilder anbieten. Und Sie sehen, dass er da einen Landeanflug versucht auf einen Flughafen. Und man kann auch den Flugführungskanal, die Daten dafür einblenden. Das sind die Daten, die der Pilot vorher eingeben muss. An denen muss er sich halt orientieren, um eben seine Flugroute zu haben. Außerdem kann er instrumentelle Daten einblenden, die normalen Geschwindigkeiten des Flugzeugs, die Höhe und so weiter. Nun stellen Sie sich vor, unter Sicht ist das natürlich einfach und besser zu machen, wenn Sie durch das Fenster schauen. Stellen Sie sich vor, aber der Flughafen würde im Nebel liegen. Dann können Sie sich nur auf solche Daten, auf solche Instrumente verlassen, die ja nur sehr zurückhaltend Auskunft über die Bedingungen draußen geben. Mit dem Computer kann ich eine komplette Landschaft produzieren, kann also dazu noch Informationen geben, wie zum Beispiel die Landschaft aufgebaut ist, wo Berge sich befinden, was ich als Pilot zu beachten habe. Was wäre aber ein Test ohne die Realität in einem Flugzeug? Man will so etwas, so ein System sicher auch in einem Flugzeug ausprobieren. Und da hat man ja die Schwierigkeit, dass die vom Computer erzeugten Bilder, die ja durch Satellitenaufnahmen oder Luftaufnahmen gemacht wurden, der exakten Position des Flugzeuges zuordnen muss. Das heißt, man muss immer wissen, wo exakt befindet sich das Flugzeug. Und heute gibt es ja GPS-Satelliten, die über Signale das liefern. In dieser Kombination kann man einen Flug wagen, und das wurde auch vor einigen Monaten getan. Das ist der Start. Und in dem Flugzeug hat der Pilot diese Cyberspace-Brille an. Er sieht die reale Landschaft so vom Computer erzeugt. Das heißt, die Zuordnung seiner Position mit der Landschaft ist gegeben. Beim Testflug ist sicher noch ein Sicherheitsingenieur dabei. Wenn der Pilot jetzt seinen Kopf wendet, dann verändert sich auch dementsprechend die Landschaft. Sie sehen also ein perfektes System. Nun, die Positionierung wird über diese GPS-Satelliten gemacht. Diese Signale werden verarbeitet und die entsprechenden Landschaftsbilder zugeordnet. Und wenn also eine schwierige Landschaft zu überfliegen ist, bei Rettungsfliegen zum Beispiel, dann kann man mit diesem virtuellen Bild dann die Landschaft erkennen und kann auf dem Punkt landen. Und in der Zukunft will man weg von der Brille kommen. Man will diese Daten mit den anderen instrumentalen Daten auf die Frontscheibe projizieren.
fliegen also in Kombination mit einer virtuellen Welt. Aber auch unser Quaffhoff-Professor möchte sich diese fantastische Idee zu eigen machen. Er möchte ebenfalls im Nebel sehen können und setzt dieses System beim Fahrradfahren ein. Hier setzt er seine Cyberspace-Brille auf und anfangs scheint auch alles ganz gut zu funktionieren, aber offenbar hat er nicht alle Daten komplett erfasst. Aber auch im täglichen Leben kann man noch jede Menge verbessern. Wenn man zum Beispiel in einem Ruderboot sitzt, dann ist es ja so, dass man mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzt. Und das hat einen Erfinder derart geärgert, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat und auf diese Lösung gekommen ist. Hier ist dieses Ruderboot. Die Ruderbewegungen sind wie in einem ganz normalen Boot, nur mit dem Unterschied, dass er mit dem Oberkörper zur Fahrtrichtung sitzt, also sehen kann, wohin er fährt. Und hier sitze ich in genau diesem Boot und jetzt setze ich mich mal in Fahrtrichtung. Und wenn ich die ganz normale Ruderbewegung durchführe, dann wandelt dieser Mechanismus meine Bewegung so um, dass ich nach vorne fahre, also auch nach vorne sehen kann. Und das ist doch ein Ruderboot mit Knopfhoff. Heute stehen uns ja viele Daten zur Verfügung, vor allem über unsere Erde. Es gibt ja Satellitenaufnahmen, Luftaufnahmen. Und auch mit dem virtuellen Raum ist es möglich, sogar in Gebäude hineinzugehen. Und da hat sich eine Forschergruppe mal gedacht, wie kann man diese Daten zur Verfügung stellen? Natürlich mit Hilfe von Großrechnern, die miteinander verbunden sind. Und sie haben in einem Projekt einmal all diese Daten zusammengeführt. Hier, das ist das Steuersystem. Das ist eine überdimensionierte Maus. Das hier ist ein Joystick. Damit kann ich auf die Erde hinzoomen. Und Sie sehen gerade auf dem Monitor, da wo wir uns befinden, das ist die Ostküste Nordamerikas. Und wenn ich jetzt mal das Ganze bewege, dann sehen Sie, da fahre ich über Europa, über Arabien. Ich habe also einen ganz modernen Weltatlas zur Verfügung. Und ich kann mir noch mal was anderes anschauen. Die Erde aus dem Weltall. Und jetzt zoome ich mal mit meinem Joystick auf Berlin. Ich suche mir die Landschaft. Und Sie sehen, da erscheint Berlin, zusammengesetzt aus aktuellen Luftaufnahmen. Und ich fahre auf die Siegessäule zu. Sehr viele Details sind zu sehen. Und ich kann dann auch mir noch mal einen anderen Teil von Berlin anschauen. Ich suche mal die Gegend um den Kurfürstendamm. Da taucht schon langsam die Gedächtniskirche auf und die Gebäude, die sich dort auf diesem Platz befinden. Und jetzt springe ich mal in eine andere Datenebene. Ich kann mir so ein Gebäude anschauen und dann kann ich mir Daten aus dem virtuellen Raum nehmen und kann dadurch in ein Gebäude sogar hineinfahren und mir dort die Details anschauen. Interessant ist es immer, die Wettersituation zu beobachten. Ich schalte mal jetzt die aktuellen Daten von Meteostat dazu und Sie sehen da die Wolkenbedeckung aktuell. Das ermöglicht mir der Computer. Und jetzt will ich mal mir Kalifornien näher anschauen. Ich fahre auf San Francisco zu. Da sehen Sie die aktuellen Temperaturwerte. Die werden auch abgefragt. Und jetzt komme ich auf Bay von San Francisco und sehe auch die Golden Gate Bridge. Und das ist schon eine ganz erstaunliche Sache. Und was man aber dazu haben muss, ist eine enge Vernetzung der Computer. Man muss ja auch zu Hause dann ein möglichst breitbandiges Kabel haben, das es überhaupt ermöglicht, diese Daten dann in den Personal Computer zum Beispiel hineinzuführen. Und das ist sicher ein Projekt für die weite Zukunft. Auch bei der Fortbewegung über Land hat sich so einiges getan. Und der Schliebert aus Laa hat dieses Ultraleichtfahrzeug entwickelt. Es wird genauso angetrieben wie ein Fahrrad, nur hat dieses Fahrzeug nicht zwei, sondern drei Räder. Warum? Nun, ein Dreirad lässt sich mit einer Vollverkleidung ausrüsten und mit Scheibenrädern, die das Fahrzeug sehr schnell machen und den Fahrer vor Wind und Wetter schützen. Und es ist nicht möglich, ein Zweirad mit einer Vollverkleidung auszurüsten,
wegen der Seitenwindgefahr. Das sind natürlich deutliche Vorteile von Dreirädern. Es gibt aber auch Schwierigkeiten, die Dreiräder erzeugen, vor allem dann, Herr Schliever, wenn man fährt. Vielleicht zeigen Sie das mal. Sie sehen, dass Dreiräder in Kurven durch die Seitenkräfte größere Schwierigkeiten haben als Zweiräder. Aber auch für dieses Problem hat Herr Schliebert eine Lösung, denn mit Hilfe einer Kurbel, die hier am Sitz befestigt ist, kann er wahlweise entweder die Räder nach links oder nach rechts neigen. Geht denn das auch beim Fahren, Herr Schliebert? Selbstverständlich. Dann wollen wir uns das noch mal anschauen. Und mit Hilfe dieser Technik können sogar Dreiräder schwierige Kurven nehmen. Verblüffenden Eigenschaften, die zum Beispiel Dinge schweben lassen können oder über die Entfernung hin etwas bewegen können. Und einer, der das ganz besonders gut beherrscht, den begrüßen wir heute Abend hier bei uns im Studio. Aus Nürnberg begrüßen wir Herrn Hund. Guten Abend. Herr Hund, Sie können sogar Weinflaschen schweben lassen. Volle natürlich. Das versteht sich von selbst. Aber aufgepasst, da steckt natürlich ein Trick dahinter. Wie haben Sie das gemacht? Ja, in diesem Fall schon. Ah. Es gibt auch Leute, die glauben, dass man Dinge zum Schweben bringen kann, ohne dass da groß ein Trick dahinter steckt. Sie glauben sogar an biomagnetische Kräfte. Das heißt, dass wir Menschen Dinge anziehen, die dann an unserem Körper haften bleiben. Und einer, der das auch sehr eindrucksvoll demonstrieren kann, ist Herr Hund an dem Christian, der sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Kein Trick, es wird auch kein Klebstoff verwendet, sondern der Schwerpunkt dieser Gegenstände ist immer noch innerhalb des menschlichen Körpers. Und deswegen geht es bei Frauen auch noch besser. Außerdem klebt ja die Haut immer ein bisschen und eine kleine Fingerspitze Hautcreme wirkt dann noch Wunder. Was wäre die Magie ohne den berühmten Zauberstab, den man auf verschiedene Weise zum Schweben bringen kann, wie Herr Hund uns jetzt zeigt? Ja, diese Methode kennen viele von ihrer Kindheit noch. Wenn man aber den richtigen Zauberspruch kennt, dann geht's auch ohne. Aber die großen Zauberkünstler schaffen es dann ganz ohne. Wie der Zaubertrick funktioniert, das verraten wir Ihnen natürlich nicht. Aber Herr Hund beherrscht noch ein anderes Phänomen, das selbst die Fachwelt ins Staunen bringt. Er kann nämlich sein Herz zum Stillstand bringen. Das hier ist ein modernes Pulsmessgerät. Damit kann man den Herzschlag messen. Daran ist dieser Sensor befestigt. Und Ihr Herzschlag ist ungefähr 110 pro Minute, Herr Hund. Sind neben Ihnen kein Wunder. Oh, schauen wir hier. So, und jetzt wollen wir uns konzentrieren, Herr Hund. Ein ungeheurer mentaler Kraftakt. Und da hält es an. Herr Hund, sind Sie noch am Leben? Ach, ja. Und wie funktioniert das jetzt? Das ist tatsächlich ein Trick, der nicht nur in Indien als echt paranormal übernatürlich durchgeht. Ein Vollgummiball unter der Achsel klemmt schön langsam oder auch schnell die Ader ab. Aber jetzt zeigen wir Ihnen
verblüffenden Trick. Papier bewegt sich unter einem Glas. Herr Hund, dazu legen wir jetzt dieses Stück Papier auf eine Nadel. Ein Glas wird darüber gestülpt, damit keine Luftbewegung mehr möglich ist. Es wird kräftig gepustet. Und jetzt Konzentration. Einmal, zweimal und dreimal. Das ist natürlich ein verblüffender Zaubertrick, aber wie der funktioniert, das verraten wir Ihnen natürlich auch nicht, denn wir wollen ja auch die Zauberkünstler nicht brotlos machen. Es gibt viel Unerklärliches. Herr Zwoster spielt hier Musik in der Luft. Aber auch dafür gibt es eine Erklärung hier. An den Händen befinden sich Sensoren, an den Finger- und Handgelenken, und die reagieren auf jede Bewegung. Und dieser Handschuh ist gekoppelt mit diesem elektronischen Tonerzeuger, der kann durch die Bewegungen gesteuert werden. Wenn Sie aber einen PC zu Hause haben, dann können Sie diese Handschuhe direkt dort anschließen. Aber Herr Zwoster kann noch mehr, und zwar noch andere Instrumente spielen. Bitte sehr. Musik kann man ja deshalb hören, weil Schallwellen unser Trommelfell erreichen, und diese Schallwellen werden von uns verarbeitet. Wellen sind überhaupt interessant zu beobachten, und ein besonders erstaunliches Kunststück kann ich Ihnen hier zeigen. Hier habe ich eine Glaskugel mit Wasser gefüllt, hier unten ist Sand, und jetzt kann ich mal diese Glaskugel drehen, und an der Grenzfläche zwischen dem Wasser und dem Sand, da sehen Sie, da entstehen solche wellenartigen Strukturen. Wenn ich die Kugel mal anhalte, dann gibt es ein Chaos, aber auch in diesem Chaos sieht man plötzlich, dass sich geordnete Bereiche ausbilden. Sie sehen also, dass man da stundenlang eigentlich spielen kann, um die Strukturen, die in der Natur sich bilden, und das sind auch Wellen, zu beobachten. Aber auch unsere Vorfahren haben sich mit Musik, mit Wellen beschäftigt, und da hat man eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Das ist eine prähistorische Höhle in den Pyrenäen. Vor 100.000 Jahren lebten hier Menschen, und sie haben offenbar auch Musik gemacht, wie man jetzt entdeckte. Das sind hohle Tropfsteine, und da kann man solche Töne erzeugen. Außerdem hat man eine Leopardenpfeife gefunden aus einem Leopardenknochen, und man versucht in den Hohlräumen dieser Höhle herauszufinden, welche Resonanzfrequenzen eine besondere Rolle spielten. Denn offenbar hat man auch Musik gemacht mit einem Stein, der an eine Schnur gebunden war und den man zum Rotieren gebracht hat. Und Messgeräte machen deutlich, welche Resonanzfrequenzen da in dieser Höhle eine Rolle spielen. Töne spielen ja auch heute noch eine große Rolle, nur die Tonerzeugung hat sich verändert. Wir hören ja meistens Musik über Lautsprecher. Prinzipiell funktioniert ein Lautsprecher so, dass elektrische Spannungsschwankungen in akustische umgewandelt werden. Und das kann prinzipiell so funktionieren. Hier habe ich einen Permanentmagneten, hier eine Metallfolie. Und je nachdem, wie stark der Strom ist, den ich durch diese Metallfolie schicke, bewegt sich diese Folie in diesem Magnetfeld. Und das koppelt an die Luft an, und dadurch entstehen die akustischen Wellen, die ich dann hören kann. Nach diesem Prinzip funktioniert ein ganz moderner Lautsprecher. Die Folie ist so ausgeschnitten, die Steuerspannung wird über die ganze Fläche angelegt. Der dazugehörige Steuerstrom fließt spiralförmig über die Folie, weil es hier isolierende Bereiche gibt. Und dann schwingt die Folie hin und her. Hier haben wir diesen Lautsprecher. Jetzt geben wir mal einen Ton drauf. Und Sie sehen, die Kügelchen bewegen sich hier unten. Im breiten Bereich werden die tiefen Frequenzen abgestrahlt, hier oben im schmalen Bereich die hohen Frequenzen. Und auch auf höchst ungewöhnliche Weise kann man einen Lautsprecher betreiben, zum Beispiel mit Hilfe einer Flamme. Das haben wir hier, jetzt schalte ich mal das Gerät ein. Sie sehen die Flamme und hören auch die Musik, etwas gequetscht. Und wenn ich die Flamme ausmache, dann hört die Musik auf, jetzt mache ich wieder an. Sie sehen, das ist schon ein Lautsprecher. Und wir wollen mal schauen, was dahinter steckt. Ich nehme mal die Schutzkappe ab.
Hier sehe ich dann eine Elektrode. Hier wird ein Hochfrequenzfeld angelegt. Die Luftmoleküle werden in Ionen zerlegt. Es gibt also ein Plasma, Elektronen und positiv geladene Luftionen. Und jetzt lege ich die Steuerspannung an und dann pumpt und atmet dieses Plasma. Diese Bewegung koppelt dann an die Luftmoleküle an und dann werden Schallwellen abgestrahlt. Allerdings funktioniert das nur gut im hochfrequenten Bereich und deshalb heißt das auch ein Plasma-Hochtöner. Manche Leute glauben ja sogar, dass Tiere einen Lautsprecher brauchen. Bei diesem Hund zum Beispiel schaut es aus wie ein Schalltrichter und wenn er anfängt zu bellen, dann klingt das auch reichlich bedrohlich. Das haben wir natürlich technisch manipuliert. Aber die Erklärung ist, der Tierarzt hat diesen Trichter verordnet, damit sich der Hund seine Verletzungen nicht mit dem Maul aufreißen kann. Aber auch tiefe Töne kann man bei einem Lautsprecher auf höchst ungewöhnliche Weise erzeugen. Hier habe ich so ein Radio und da können wir mal Musik hören. Das klingt ganz vernünftig. Jetzt ziehe ich aber mal hier diesen Stöpsel. Und dann hören Sie, da fehlen einfach die Bässe. Wenn ich den Stöpsel wieder hineintue, dann kommen die Bässe. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sehen Sie hier so ein Resonanzsystem. Die Bässe, die die Lautsprecher abgeben, die werden in diesem Resonanzsystem verstärkt. Wenn ich aber die Resonanz verändere, indem ich einfach diesen Stöpsel ziehe, also gar nicht mehr diese Resonanzbedingungen habe, dann ist es gequetscht. Wenn ich ihn wieder reintue, dann hat man die tiefe Frequenz. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, einen Lautsprecher auf ungewöhnliche Weise zu gestalten. Hier habe ich so einen Kegellautsprecher. Wenn man da mal einen Ton drauf gibt, dann sehen Sie, da bewegen sich zwei Kegel gegeneinander. Das hat den Vorteil, dass die Töne gleichmäßig abgestrahlt werden. Und durch diese Bewegung ist es auch so, dass dieses Gehäuse sehr vibrationsfrei ist, weil ja es eine gegenläufige Bewegung ist. Und wir können Ihnen mal einen Ton drauf geben. Hier oben haben wir solche kleinen Kügelchen wieder reingelegt. Und Sie sehen, wie dann die Schallwellen diese Kügelchen in Bewegung setzen. Lautstärken spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle, vor allem wenn es darum geht, Meinungen auszutauschen. Sehen Sie jetzt eine weitere Folge unserer Serie heute im Parlament. Wenn zum Beispiel in Taipeh bei der Stadtratsversammlung die Argumente ausgehen, ja, dann greift man eben mal zu anderen Mitteln. Und die Zuschauer greifen richtig ein und feuern die Leute an. Und auch die sonst so ruhigen Italiener zeigen hier etwas mehr Heißblütigkeit und liefern sich hier einen erbitterten Kampf. Und solche Beispiele gibt es in vielen Ländern. Da hält man sich auch weniger zurück. Wie hier in Taiwan. Da haut man mal so richtig drauf. Ja, jetzt kommen wir zur Auflösung unserer Preisfrage. Sie erinnern sich, wir haben zwei rohe Eier zusammengeschlagen. Und unsere Beobachtung war, dass immer nur ein Ei dabei kaputt geht. Und unsere Frage war, ist das immer der Fall? Geht immer nur ein Ei kaputt, ja oder nein? Und hier haben wir das Experiment nochmal aufgebaut. Lass sie mal aufeinander zufallen. Und Sie sehen hier, dieses Ei geht kaputt, das andere bleibt ganz. Und wir können es auch nochmal in einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme das anschauen. Die Erklärung ist ja auch relativ einfach, weil die Oberfläche ist ja uneben. Und wenn ein Ei auf das andere trifft, dann übt dieses Ei einen großen Druck aus. Das andere Ei zerplatzt und bietet keinen Widerstand mehr für das erste Ei. Und deshalb ist die richtige Antwort ja. Und den ersten Preis, diese elektronische Kamera, hat gewonnen. Mal reingreifen. Janina Mahlstedt aus Neustadt. Herzlichen Glückwunsch. Den zweiten Preis, Sie erinnern sich, das Kurbelradio hat gewonnen. Tiefer. Wolfgang Schossier aus Mossautal. Und die fünf dritten Preise haben wir bereits gezogen.
Ja, das war es eigentlich für heute. Ein Erfinder hat sich aber noch Gedanken gemacht, wie man das Bügeln verbessern kann. Das hier ist ein herkömmliches Bügeleisen, das kennen Sie alle. In Zukunft soll man so mit dieser Rolle bügeln. Die Rolle hat den Vorteil, dass man einen stärkeren Druck ausüben kann. Außerdem ist die Bügelfläche größer. Im Inneren dieser Rolle befindet sich dann eine Heizspirale. Man kann also die Rolle heiß machen. Vielleicht ist das ja das Bügeleisen der Zukunft, aber die Frage bleibt immer offen bei Ehepaaren zum Beispiel. Wer übernimmt die Bügel ab? Und noch ein heißer Tipp für alle Golfspieler zum Schluss. Wer selbst auf dem Golfplatz nicht auf den guten Schluck verzichten möchte, gut getarnt und frisch aus Amerika. Oh, war ein bisschen daneben. Hast du schon getrunken? Noch nicht. Das war es nun wirklich für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend. Guten Abend. Morgen in Abenteuerforschung. Neue Produkte zum Essen. Wie man Steaks zusammenbügelt und warum es vielen trotzdem schmeckt. Käse mit Geheimnissen. Weshalb Gene dabei wichtig sind. Und Risiken in der Gentechnik, wie man neue Pflanzen erfindet. Die Themen in Abenteuerforschung morgen um 21 Uhr im ZDF. Ja, und mit dem richtigen Knopfhoff, liebe Zuschauer, macht Forschen und Experimentieren so richtig Spaß. 100 verblüffende Tricks und Kunststücke finden Sie im Begleitbuch zur Knopfhoff-Show. Es ist überall im Handel erhältlich. Und ich wünsche viel Spaß beim Tüfteln.